Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter an der RS4-Limo. Es hat sich viel getan. Ihr kriegt ein kleines Update heute. Wir werden ein paar Halter bauen bzw. zu Ende bauen. So langsam fängt es an, richtig Spaß zu machen, weil es geht in die richtige Richtung. So, heute geht es weiter, Thema Motor- und Getriebehalter. Wir haben dafür mal wieder eine Grundplatte gebaut. Dafür haben wir geile Hülsen gedreht. Die schweißen wir da einfach ran. Das Ganze ist jetzt aus Edelstahl. Warum Edelstahl? Ist für uns aktuell am geilsten zu verarbeiten. Ist mit Sicherheit nicht das beste Material, aber am liebsten würden wir es natürlich aus Chromo bauen. Chromo-Stahl zu kriegen als Platte ist nicht ganz so einfach. In dem Fall bin ich der Meinung, und ich werde es euch gerne wieder beweisen, funktioniert Edelstahl wirklich problemlos. Es ist nicht maximal leicht. Edelstahl wiegt aber das gleiche wie Chromo. Also wir würden es in Chromo in der gleichen Wandstärke bauen. Edelstahl, jeder, der schon mal Edelstahl gebohrt hat, ist brutal zugfest. Das Problem ist, dass es relativ spröde ist und gerne mal reißt. So, ich bin aber der Meinung, da wir maximale Schisser sind und das so krass massiv auslegen werden, wird er eh nichts reißen. Weil mein Traum ist es eigentlich, der wird auch noch kommen. Das Problem ist, das sind so typische Sachen wie bei den Ladeluftkühlern. Wir müssen jetzt einmal die ganze Technik einmal lauffähig haben und dann fängt man über die Jahre, wie es bei dem alten Auto auch war, alles nochmal. Wir sind schon bei, ich sage, wir sind realistisch schon bei 97% angekommen und die letzten 3% kann man dann nochmal holen. Das heißt, in so einem Fall, bevor ich mir jetzt den Aufwand mache und diese Platte aus teurem Chromo kaufe, welches ich erstmal bestellen muss, ich meine, Rohre kriegt man immer noch ganz gut, Platte ist immer schwieriger, baue ich lieber einmal aus Edelstahl. Wenn der Motor dann drin ist, ich weiß, es passt, ich muss da nichts mehr dran ändern und so weiter, hätte ich eher die Vision, habe ich im letzten Video schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, das Ganze zu scannen und dazwischen so ein bionomisches, nennt man das bionomisches, Design zu machen, habe ich damals bei Prare, bei den 3D-Jungs gesehen. Die machen das nämlich für so Greifer in der Industrie, in der Fertigung. Um da maximal wenig Gewicht bei maximaler Stabilität zu kriegen, sieht das Ganze so ein bisschen aus, wie als wenn ich mir jetzt die Haut vom Arm ziehen würde und man hat nur die Sehnen, wie sie um die Knochen rumgehen. So ein bisschen sieht das aus. Wir blenden mal was ein. Das wäre natürlich mein Traum für diese Halter. So, das geht natürlich leider immer nur als Druckteil, wird hierfür unbezahlbar sein. Aber man könnte es dann immerhin scannen, konstruieren, gucken, wo muss Material sein und es zumindest aus einem guten Alu fräsen. Das muss man allerdings dazu sagen, so viele Kilos, glaube ich, holen wir dann am Ende hier nicht. Aber es ist immerhin, also doch, wir werden an allen vier Haltern, zweimal Getriebe, zweimal Motor, werden wir am Ende bestimmt nochmal 2 Kilo sparen können, was dann schon eine Menge Holz ist, in Summe. Aber jetzt für den Fall ist es erstmal so, Edelstahl bauen können wir einfach am besten. In Alu bauen traue ich mich nicht, weil wir müssten in Alu, weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen 5 mm nehmen. Jeder, der 5 mm Alu schon mal gebaut hat, boah, da ist jedes Schneiden, jedes Flexen, jedes Schweißen ist wirklich ein Problem. 3 mm, ja, egal. So, auf jeden Fall haben wir uns wieder eine schöne Grundplatte gebaut. Das Besondere bei dieser Grundplatte ist, original geht der Motorhalter nur an diesen beiden Gewinde. Da ich hier vorne aber keinen Klimakompressor mehr habe, habe ich mir überlegt, wir nehmen diese beiden Gewinde auch noch mit. So. Das heißt, wir können dieses Gerät jetzt anschrauben. Das Gewicht hole ich mit Titanschrauben einfach wieder rein. normalerweise wäre die Platte nur bis hier und der Motorhalter so schräg ausgelagert, weil halt der Klimakompressor davor sitzt. Wenn man die Gewinde hier schon hat, nimmt man sie ruhig mit. Das heißt, wir haben, habe ich gerade schon gesagt, weiß ich nicht, auf jeden Fall ein paar Hülsen gedreht, die wir einfach immer hinter die Platte schweißen, hat folgenden Grund. A, ist der Block nie 100% plan in der ganzen Fläche. Also es kann immer mal sein, dass eine Gusserhöhung rauskommt, wo die Platte dann anliegt. Deswegen hat man mit sowas immer den Vorteil, kluck einfach vor. Und der nächste Punkt ist, falls sich an dem Edelstahl doch mal minimal was verzieht, wir werden es bei 3 mm Edelstahl niemals wieder gerade gekloppt kriegen, kann man zur Not einfach von der Hülse hinten was runterplanen und fertig. Und schon liegt der wieder sauber und glatt auf. Das heißt, wir haben auf der Seite, haben wir jetzt alle Gewinde genutzt, die man nutzen kann. Das heißt, wir sind von... So, ganz wichtig ist auch immer, ruhig die Löcher alle bei sowas immer ein bisschen größer lassen, weil auf die Länge hat man halt schon immer ganz gut Toleranzen da drin. So, hier seht ihr jetzt zum Beispiel, ja, noch sind die Löcher, das sind 8er Schrauben, die sind glaube ich auf 8,5 aktuell. Das ist hierfür definitiv schon wieder ein Tucken zu wenig. Das ist dann der letzte Step. Egal, wir haben da eine schöne große Platte drin, die sieht schon mal geil aus, die ist schon mal übelst stabil durch die Kantung oben unten. Am Ende können wir die immer noch maximal leicht machen. Das heißt, wenn ich weiß, so ist der Halter, kann ich immer noch mit einem Plasmaschneider hier und da mal ein Dreieck, eine Bohrung, wie auch immer, erstmal rausnehmen, schön wieder schön fächern und fertig. Das heißt, hierauf konstruieren wir jetzt den Motorhalter. Wenn ihr jetzt hier gerade reinguckt, seht ihr, es hat sich auch da was getan. Und zwar ist Turbolader samt Druckrohr soweit schon angepasst. Wir mussten leider, ihr habt es vielleicht bei Instagram gesehen,
Mitten in der Nacht habe ich hier wieder das Gehäuse abgeschnitten, 90 Grad Schlauch drauf und eine kleine süße 50er Vibrant. Ist platztechnisch hier einfach am besten. Dann gehen wir hier schön um die Ecke. Da ist wieder genug Saft drin. Hier gehen wir auf 63,5 und 63,5 geht dann bis zum Nahluftkühler. Und da sieht man schon so langsam, in welche Richtung das Ganze geht. Ich muss, glaube ich, hier mal rum. Mhm. Ja, was soll ich sagen, ne? Also, da bleibt nicht mehr viel. Da bleibt am Ende nicht mehr viel Ladeluftrohr über. Also, die Wege sind echt krass. Wir haben hier bis zum Ladeluftkühler-Eingang vielleicht 50 cm und haben Ladeluftkühler-Ausgang auch nochmal 50. Also, die Wege sind schon kurz und knapp. Hier kommt dann noch irgendwo so ein Pop-off hin. Mal gucken. Ja, also, wir nutzen wirklich jeden Zentimeter. Je mehr ich hier anschraube und fertig mache, je mehr wünsche ich mir eigentlich, dass ich diesen ganzen Motor am Ende euch eigentlich mal irgendwie ausgebaut zeigen könnte. Weil dieses Konstrukt, das wird so, würde ich eigentlich schon gerne, mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja irgendwie nochmal, dass ihr euch das Ganze ausgebaut wirklich mal so angucken könnt. Druckrohr geht hier durch, das heißt passend dazu geht hier auch noch die Ansaugung durch. Klump. Das heißt genau hier bleibt jetzt Platz für den Motorhalter dazwischen. Ein Punkt auch noch, genau, hier. Wir waren ja bei Nils, wegen Hinterachse. Habe ich mir gleich ein schönes Chromrohr biegen lassen. Das kommt hier dann am Ende auch noch zwischen. Das kommt hier so drauf. Tue ich noch ein bisschen einkürzen, dann sitzt es am Ende so. Oder vielleicht sogar hier so richtig rum und ran. Ja. Weil ich würde gerne zusätzlich die Ölpumpe nochmal abfangen. Nicht ohne Grund hat die Ölpumpe diesen Halter hier dran. Bisher ist sie wirklich nur hier und hier hinten geschraubt. Für mich ist das ein ganz schöner Klopper, wo auch gut Drehzahl drauf ist. Deswegen würde ich den Halter hier auf jeden Fall gerne mal nutzen. Das heißt, hier kommt am Ende noch dieses Rohr so drauf, dass die Pumpe auch noch abgefangen ist. So, dann müssen wir uns so langsam angefangen Gedanken machen mit den Leitungen, weil auch diese Dash-Leitungen sind in Summe ganz schön sperrig. Aber da haben wir jetzt hier so zum Glück genug Platz in alle Richtungen zu gehen. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt einen Motorhalter. In dem Fall, ehrlich gesagt, ist der Motorhalter eigentlich wirklich relativ einfach. Weil wir wollen auf dieser Fläche das Ganze am Ende verschrauben. Das heißt, wir haben, wenn wir hier so eine Schablone nehmen, die so reinhalten, wir nehmen erstmal das Rohr raus. Also ihr seht ja so schon, wenn ich diese Stellen hier verbinde, dass wir, ich schiebe das jetzt einfach mal nach ganz hinten, dass wir es definitiv am Ende aussparen müssen, oben für das Ansaugrohr. Das heißt, der Halter muss hier auf jeden Fall eine Rundung bekommen. Genauso müssen wir das hier vorne auch. Aber so grob machen wir jetzt ein Blech, was hier die volle Breite hat, dass wir die komplett nutzen, dann es hier schön passend aufliegt. Also wir verbinden jetzt von hier nach da, von da nach da. Und dann machen wir erstmal die Bleche und die Aussparung für die Rohre machen wir ganz am Ende. Das ist immer am besten. Und dann ist mein Plan grob einfach, das hatten wir im letzten Video schon gezeigt, zwei Bleche, dazwischen einen schönen geraden Streifen, hier eine Platte vor Kopf mit Gewinden drauf und am Ende wird das Ganze noch hübsch gemacht mit ein paar Dreiecken, wo es Sinn macht, damit das Ganze schön stabil ist. Wir machen uns hierfür jetzt erstmal eine Pappschablone, dann kann ich in Ruhe flexen und alles schön machen und dann gehen wir einmal in den Getriebehalter. Mit dem Halter will ich vor die Verschraubung hier. Das heißt, sie wird ungefähr so sitzen, dass man hier nochmal aufs Fitting gut rankommt. Und jetzt weiter hinten wird es ein bisschen kürzer. Und da wird der Halter auch kürzer. Das heißt, das zweite Blech brauchen wir nur ab hier. Bastelstunde.
ist übrigens das, wo ich mich am meisten in der neuen Halle drauf freue. Da könnt ihr euch übrigens drauf freuen. Nächste Woche gibt es ein Update. Wir haben so Bock auf diese Metallarbeiten mittlerweile. Wir suchen uns alles an Maschinen zusammen und dann machen wir wirklich so eine Metallbude, wo wir genau solche Sachen auch mal für euch machen können. Das heißt, ich stelle mir vor, solche Videos wie wir suchen wirklich das Auto, wo es am kompliziertesten ist, einen Ladeluftkühler zu bauen und dann bauen wir euch einen Ladeluftkühler für dieses Auto. Wirklich so, wo es bauraumtechnisch und so eigentlich gar nicht geht. Weil wie uns, also Marius, Tom und mir machen diese Metallarbeiten halt echt übel Spaß. So, und da richten wir das Ganze so ein, dass es da wirklich einfach dauerhaft passt. So, jetzt ist die Frage, idealerweise, weil das hier ist ja nur eine 8er Verschraubung, das ist eine 10er Verschraubung. Das heißt, ich würde ehrlich gesagt schon mit dem Halter möglichst weit nach hinten gehen. Jetzt gucke ich gerade, wenn wir ihn ganz hinten hinstellen auf das Blech, sind wir ungefähr Mitte Verschraubung. Oh, das ist okay. Ich hatte kurz überlegt, ob wir den zum Beispiel ein bisschen so schräg stellen. Mhm. Macht aber eigentlich keinen Sinn, weil er ist lieber gerade und wir machen hier einfach dann am Ende noch ein kleines Dreieck rein. Dann hat man da genug Spiel. Wir haben hier zwischen einen Abstand von 8 cm. Mhm. Das ist schon ordentlich. 8 brauchen wir auch gar nicht dazwischen. Ich würde jetzt mal realistisch sagen, wenn der 6 breit ist, passt das schon. So, das heißt, wir machen jetzt noch einen passenden Streifen, 6 dazwischen. So, das sind unsere drei Blechstreifen für Halter Nummer 1. 1, 2, 3. So, das ist Schablone Nummer 1. Jetzt machen wir die gleichen Schablonen auch noch für den Getriebehalter. Da habe ich mir allerdings was anderes überlegt. Gucken wir einmal rüber. Hier haben wir tatsächlich schon ein paar Downpipes gebaut. 89er. Pipes einfach durch. Haben wir auch schon geschafft. Wollten wir erst in Titan machen, kommt vielleicht irgendwann nochmal. Hier war es auch wieder, wir wollten jetzt einfach die Pipes fertig machen. Alu eigentlich fast sogar, ja, also man kann Titan noch leichter bauen, weil man es noch dünner bauen kann. Aber 2 mm Alu ist schon verdammt leicht. Und wenn wir aus Erfahrung wissen, dass es halt funktioniert. Deswegen erstmal die Pipes so. Getriebehalter kannst du hier mal einmal reinfilmen, sieht man von hier. Ist eigentlich genau das gleiche. Ach, hier sieht man jetzt schön, was ich vorhin meinte. Würden wir jetzt die 4 Verschraubungspunkte haben, 1, 2, 3, 4, würden wir hier einfach eine gerade Platte machen, würde hier wieder gegenkommen. Das heißt auch hier wieder ein paar Hülsen gedreht, 10 mm. Und siehe da, man ist da drüber. So, das heißt auch hier können wir einfach jetzt eine schöne Schablone machen. Die Löcher können wir einfach von den Originalhaltern übertragen. Und dann würde ich hier gerne den Halter so tief nach unten ziehen, dass wir hier einmal eine 90-Grad-Bördelung machen und diese 90-Grad-Bördelung dann ein Stück, das heißt 90 Grad runter, bis hier auffliegt und wir das Ganze gar nicht verschweißen, sondern das als Kantteil machen. Das heißt, das müsst ihr ja nicht sehen, ich mache jetzt gleich noch eine Pappschablone von diesem Teil, eine Pappschablone von dem Teil, die kleben wir aneinander, dass wir wissen, wie wir das Blech übertragen müssen und dann kommen hier nämlich nur noch links-rechts zur Versteifung ein paar Dreiecksbleche rein. Das heißt, da machen wir wirklich nur so 2 Bleche. Diese Bleche werden links und rechts einfach nochmal mit einem Stehblech übertragen und fertig. So, ich schnippe jetzt erstmal ein paar Bleche und dann zeigen wir euch, wie es weitergeht. Loch an Loch und es hält doch. Wahrscheinlich der schwerste Getriebehalter Deutschlands. Aber geil. Also, ich habe wirklich noch ein bisschen Respekt vor dieser Thema Motorhalterung, weil ich persönlich bin wirklich noch nie ein Auto so mit Slicks auf einer geklebten Strecke und so weiter gefahren. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier geht. Diese 2 Kilo, die wir in Summe an den Getriebehaltern und Motorhaltern zu viel haben, das kann halt wirklich zu einem bösen Schaden führen, wenn da was abreißt. Also so richtig, richtig böse. Na, deswegen lieber jetzt zur Sekunde erstmal ein bisschen mehr. So, das hier, komm mal hier rum auf der Seite, glaube ich. Mhm.
Das Getriebe, achso, wir sind jetzt in der Seite gesprungen. Ich habe mehr Bock, die Seite zu machen. Der Originalgetriebehalter hat hier eine Stufe. Das heißt, Hülsen gedreht auf die passende Höhe. Und das ist jetzt dieser Halter, den wir jetzt wahrscheinlich gar nicht reinkriegen. Hm. Wollen wir den Downpipe mal kurz ausbauen? Naja, solche Sachen können natürlich später noch ein Problem werden, weil die müssen alle vernünftig rein und rausgehen. Krass. So. Beim Edelstahlschweißen, jetzt wo wir wieder viel Alu gemacht haben, ist halt wirklich immer krass, wie viel Zeit man sich beim Thema Abkühlen lassen und so einfach geben muss. Und dieser Verzug im Edelstahl ist wirklich einfach krass. So, wie ihr seht, der ganze Halter sieht jetzt gerade natürlich noch ein bisschen klobig aus. Ne? Also da können wir jetzt gerade LKW dran aufhängen. Aber wir können ihn hier unten verschrauben. So, das passt genau. Warte mal, jetzt machen wir mal die Daumenpacke da rein. So sitzt das Ganze. Sieht schon mal ganz geil aus. Ja. Also wenn man jetzt von hier unten reinguckt. Auf jeden Fall brutal massiv. Stabil! So, jetzt ist der natürlich gerade noch zu groß. Den können wir jetzt natürlich kleiner machen. Und nochmal ein paar Kilos rausholen. Da kommen am Ende noch Löcher rein und so weiter. Das heißt, wir wissen jetzt, so passt er. Einwandfrei. Das heißt, wir können ihn jetzt kleiner machen. Und da ist meine Idee. Da ist natürlich jetzt gerade auch keine Antriebswelle drin und so, aber. Das ist unser Halter. Wo können wir was wegnehmen? Also ich habe mit Absicht dieses Blech hier schon, also die Bleche sind asymmetrisch eingesetzt, weil hier die Downpipe ist, die läuft so schräg runter. Das heißt, wenn ich dieses Blech auch nach außen gesetzt hätte, wäre es ganz außen, neben den Schrauben, dann wäre hier allerdings so viel wieder rausgenommen, dass ich glaube, dass die Stabilität weg wäre. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen die beiden lieber nach rechts versetzt. Denke mal, wir werden am Ende hier einfach noch zwei hier und hier und vielleicht da oben einfach nur noch mal zwischen den Schrauben ein Röhrchen durch, was man verschweißt. Fertig. Und dann ist das stabil des Todes. Was können wir alles wegnehmen? Wir können auf jeden Fall wegnehmen diesen ganzen Bereich. Den flexe ich da jetzt gleich radikal weg. Den brauchen wir nicht. Dann können wir eigentlich, das mache ich dann allerdings mit einem Plasmaschneider, fände ich glaube ich ganz cool, wenn wir zum Beispiel hier so ein Loch einmachen. Und da so ein Loch. Und hier unten können wir eigentlich genauso ein Loch, ein Loch, ein Loch und ein Loch. Genau so können wir eigentlich hier ein Loch. Und hier können wir eigentlich sogar zwei Löcher machen. Bin mal gespannt, wie viel Gewicht wir dann so mal rausholen. Achso, hier gucken und hier können wir uns auch noch austoben. Da wir ja logischerweise, hier brauchen wir ja auch nur kreisrund, lassen wir ein bisschen was stehen für die Schraube. So, und dann können wir ja hier auch komplett einfach gerade runter flexen. Ja. Also man hätte jetzt auch schon wieder ein paar Kilos Gramm rausholen können, indem man diese Hülsen, die hätte man mit Sicherheit von der Wandstärke her ein bisschen dünner machen können. Oder man hätte sie gleich einfach als Alu-Spacer zwischen gemacht. Dann können wir es natürlich nicht verschweißen. Wie gesagt, am Ende ist mein Traum, diesen Halter werde ich zum Scannen schicken im Laufe des Jahres, alle vier. Und da gibt es hier richtig, oh mein Geil. Wir nehmen mal die Waage, weil das ist das letzte von diesem Video, was ich euch gerne zeigen würde. Die Löcher kriegen wir heute nicht rein, da brauche ich mal eure Hilfe. Und zwar, wie würdet ihr 3 mm Edelstahl hier jetzt die Löcher reinmachen? Meine Stanze, die ich euch immer zeige, schafft es nicht. Wobei, wir könnten kleinere Löcher nochmal testen. Ja. Okay, aber an der Größe kannst du ja schon fast bohren. 3 mm Edelstahl. Also nur um die Löcher reinzukriegen, braucht man selbst einen guten Bohrer, ganz langsam mitkühlen, machst du 4 Löcher und man merkt, dass er schon abbaut.
Also in der Größe. Naja, wir könnten nochmal, weil ich habe gerade probiert, das Ding hier reinzukauen. Das schafft das Ding nicht. Aber ich meine, ein kleines Loch ist natürlich auch deutlich einfacher. Aber, weiß nicht, Bohrkrone? Mhm. Könnt ihr mal ein Video schreiben, wie ihr hier die Löcher reinmachen würdet. Meine andere Idee ist halt hammerhart Schweißbrenner. Und dann halt schön ausschleifen. Ne? Aber was halt cool ist, wir sagen jetzt, wie lange haben wir jetzt hier dran gesessen? Vielleicht eine Stunde. Mehr war das nicht. So, wir gehen ins Rennen mit 1,8 Kilo. Ist wirklich schwer. Blutet mir auch ein bisschen ins Herz. Wir haben das gleiche auch einmal gekantet in 2 mm. Das ist 3 mm. 2 mm sind gleich ein Drittel weniger. Das heißt, das gleiche Teil in 2 mm hätte jetzt 1,2 Kilo. Mhm. Aber, ihr seht, okay. Ja. Das kannst du mit dem 3 mm halt nicht mehr, ne? Bei 3 geht gar nichts. Also das Ding ist jetzt schon angepunktet, schon so. Also die Variante wird auf jeden Fall funktionieren. Das ist eigentlich erstmal in dem Moment unsere Hauptsache, weil, mit einem saftigen Start und so, ich habe echt Angst, dass da was passiert. Also klar, das Originalteil aus Alu, das ist jetzt Motorhalter, da denkt man immer, sind 3, 4 mm Alu, was soll er schon können? Aber die 3, 4 mm Alu sind halt erstmal schon mal genau so positioniert an der Stelle, wo sie halt sein müssen. Das ist ein geschlossener Körper. So, pass auf, ich flex hier mal an der Seite kurz weg. Mhm. 1,8, ich sag mal 200, 300 Gramm kriegen wir garantiert auf die Schnelle weg. Ich liebe meinen Bandschleifer. Brutal. Ja, eigentlich von der Theorie her könnte man fast hier noch wieder das ein bisschen einkürzen und hier noch ein bisschen einkürzen. Ich kenne mich, ich werde es auch machen. Weil ich habe meinen Bandschleifer, kann ich einfach so draufhalten. Aber das wird natürlich so tierisch, ja, wobei ich könnte so schleifen. Da verschweißen wir es lieber erstmal. Aber jetzt erstmal, was hat das bisschen gebracht? Wir sind mit knapp über 1,8 ins Rennen gegangen. So, 300 Gramm. Hui. Also final, denke ich mal, kommen wir auf 1,2 Kilo. Gegenüber, ich hole mal den Originalen, um eine Relation zu zeigen. Na, 1,1 Kilo. Das heißt, 1 Kilo, weil Lager brauchen wir ja logischerweise nicht mehr. 1 Kilo zu 1,2 Kilo, das können wir verkraften. Ja. Und ich freue mich auf ein schönes Billeteil. So, durchschweißen traue ich mir nicht zu, das soll lieber Kollege Tom wieder machen. Weil bringt ja nichts, das jetzt zu verkacken. Aber wir könnten auf jeden Fall noch einmal reinsticken. Wir merken uns schon mal, rein und raus geht. Ah, guck mal, das war der entscheidende 1-2 cm. Mit was das Ding auch gleich rein und raus geht. Boah. Aber wenn du jetzt hier von oben so drauf filmst. Brutal. Nee, wenn du von hier so filmst, da sieht man halt schon, wie massiv das ist. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ohne Probleme diese Strebe weglassen. Also ich könnte einfach die Alustrebe weglassen, weil das Ding da drin wird sich keinen Millimeter mehr bewegen. So, um zum Ende zu kommen, ist schon wieder mehr geworden, als ich eigentlich dachte. Aber eine Sache will ich euch zeigen. Wir sind natürlich schon weiter. Boah, ich muss gleich erstmal wieder aufräumen. Jeden Abend räume ich hier wirklich auf. Die Seite ist eigentlich schon, ich will nicht sagen ready, aber die ist fertig. Halter. Alu als Dämpfungsblech und hier kommt das Ding raus. So. Maximal gerades Rohr. Jetzt zieht euch diesen Halter rein. Sieht der fett aus? Boah, brutal, Alter. Und guckt euch mal an, wie eng der Anlasser hier hinter sitzt. Ich kann dazu nur sagen, also auch hier habe ich ja schon angezeichnet, kommen natürlich auch noch ein paar Löcher rein. Habe ich nur jetzt auch gewartet, dass ihr mir sagt, wie, wo, was. Aber diese Nähte von Tom, dieses Gebilde, ich muss wirklich sagen, fett. Und ist in Kombination auch leichter sogar als Originalhalter mit Lager. Klar, wir haben kein Lager mehr, aber das passt schon so, ne? Druckrohr geht richtig geil, auch hier wieder ganz knapp über die Achse mit einer kleinen Vibrant. Das heißt, man kann das Ganze auch schön montieren. Wir haben von oben, wenn man hier drauf filmt, eine schöne Mutti verschweißt, eine Edelstahlmutter. Und
Ich würde euch jetzt gerne den Halter nochmal abmontieren, weil dieses Gefühl, wenn man so einen Halter baut und der flutscht da genauso rein, ist einfach nur geil. Aber die Zeit haben wir nicht mehr. Ich muss weiter vorbereiten, weitermachen. Ich bin nämlich im Flow und würde heute auf jeden Fall gerne alles weiter vorbereiten, dass wenn Tom morgen kommt, das direkt wieder alles durchgeschweißt werden kann. Und dann sind wir tatsächlich auch so weit, dass der Motor da wieder reinkommt. Noch ist dieses Blech nicht gebohrt, weil dadurch, dass diese beiden Längsträger hinten offen sind, können die natürlich von der Theorie her sich so verstellen. Deswegen jetzt Achse ins Auto, Motor drauf, dann können wir hier passend die Löcher bohren, alle rundum, wie der Motor sitzen soll. Und dann kann ich das letzte Stückchen auch von diesem Druckrohr links rechts bauen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft und sind, was die Baustelle angeht, fertig. Und es geht damit los, Motor final zusammenbauen. Denke mal, ist eine geile Tätigkeit, die ich hier abends in Ruhe schön mit Mucke laufend machen kann. Motor final zusammenbauen, dabei kommen dann lauter Kleinigkeiten, hier nochmal ein Halter, da nochmal ein Halter und so weiter. Eine Woche Elektrik. Und dann geht's los. Ich bin happy, ich find's geil, ich bin mega motiviert. Ich freue mich, also uns machen diese Blecharbeiten einfach übelst Spaß, weil es ist so eine Arbeit, ja, man hat am Ende einfach was geschafft. Man guckt, ich werde jedes Mal, weiß ich, wenn ich auf den Motor gucke, freue ich mich so über diesen Halter und wie wir dann da noch so ein Bleche für passend gemacht haben. Selbst wenn du hier von oben reinguckst, dass man mit einem Ausschnitt, dass man zur Not oben noch an die Mutti kommt, feier ich, fühle ich. So, weiter geht's. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was ihr noch sehen wollt. Ihr seht auf jeden Fall immer im nächsten Video die Ergebnisse. Da wird alles fertig sein. Hinterachse kommt auch nochmal wieder ein Update. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.